Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Wir laden. Laden, laden, laden. Lade, lade, laden. Lade, laden, laden. So, nein, nein, Lukas, nein. Nein. Henry Green folgen, aber davor. Würdest du gern synchronisieren? Ja. Geht nicht. Spring nicht in die falsche Richtung. So. Wir gehen in unser Inventar. Produzier mich nicht. Oh, sie müssen anonym sein und festen Boden unter den Füßen haben. Stimmt aber was. Fähigkeiten. Wir haben ja 3 Punkte. Oh. Mittlerweile. Doppelattentat ist Gott sei Dank schon ausgerüstet bei Jacob. Deswegen würde ich sagen, wir geben Jacob auch nochmal ein Leben extra. Jo. Klingt sehr vernünftig. Und geben Jacob... Was haben wir denn noch? Was ist das? Das 1, 2, rechts? Das ist unaufhaltsam. Aber ich würde eher lieber die Kombi nehmen. Okay. Oh, und das war's dann schon. Schlechter erhalten. Ach nee, jetzt habe ich noch eins. Ja, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Den Beute-Takedown. Sie haben ein neues Level erreicht. Juhu. Level 2. Jetzt können wir auch das hier sozusagen nehmen. Könnten. Ah, Tier 2 Fähigkeiten. Ja. Ja. Und hüpf. Ja, ja. Ganz ruhig. Boah, ich werde das niemals machen. Und? Schick. In der Tat. Was? Okay. Henry Green folgen. Boah, das schaut so schön aus. Der Kalox. Kalox sucht nach mir. Wer ist Kalox? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Was wollte ich sagen? Seine Assassinenmontur sieht extrem geil aus von Henry Green. Ja, sehr, sehr cool. Vor allem noch dieses leicht indisch inspirierte. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Tata. What? So, Lukas kriegt wieder einen Controller. Oh oh. Der jetzt muss das Kutschen fahren lernen. Oh oh. Oh oh. Gut so, Mädchen. Müssen Sie von Green weglaufen. Was machst du? War ich nicht. Okay. Das gibt gut, du hast weggelockt. Oh oh. 4 Grammen. Eieiei. Haha.
Hoho, kaputt. Mit X kannst du übrigens antreiben, ne? Oh, die Räder sind schon ganz wackelig. Er sollte es erst haben, wenn sie wirklich neben dir sind. Okay. Bin sie ja schon fast los. Ne, du musst sie nicht loswerden. Du musst sie zerstören. Dann werden es aber Pferde. Es war nicht so effektiv. Oh, deine Kutsche sieht echt nicht gut aus. Nope. Jetzt halt, jawoll! Knack! Knack macht das Knack. Diese Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Alte Worte, Schwester Herz. Nicht vergessen, wir sind hier in London. Linksverkehr. Oh, sehr, dass stimmt. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Jetzt. Wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist. Starrick kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Ja. Mach langsam. Ich will ja unsere schöne Kutsche nicht kaputt machen. Mhm. Aha. Ja. Braves Pferdchen. Braves Pferdchen. Gott, wie ist das Pferd in Sus Manitou? Jacqueline. Jacqueline, genau. Ja, Jacqueline. Nicht so schnell, sonst musst du wieder kotzen. Ich hab ihm ja gesagt, dass du einen empfindlichen Morgen hast. Das ist kein... Tut mir leid, nein, ich kann's nicht. Falscher Akzent. Ja, ich weiß. Das ist mir zu spät aufgefallen. Jacqueline. Nicht so schnell, sonst musst du wieder kotzen. Ich weiß nicht, was ich für einen Akzent mache, aber das klingt sehr wienerisch. Hui! Das müsste eigentlich ein eher bayerischer Akzent sein. Boah, ist das weit! Ja, London ist groß, auch wenn ich es nicht so groß finde. Du kannst dir mal die Karte angucken. Ja. Ui, ist das ganz London? Nee. Nein. Zoom raus. L2. Ist das hier London? Achso, weiter geht's nicht. Ja, genau, das ist es. Ups. Ich bin aber der Meinung, dass Unity größer ist. Ich habe auch das Gefühl. Ich bin der Meinung, dass Unity größer ist. Aber ehrlich gesagt, finde ich das durchaus okay, wie von der Größe her. Ich hätte mir mehr gewünscht. Muss ich ehrlich sagen. Na, die Themse ist ein so ein Ding. Ja, Themse ist fett. So, gehört zurück, ja, oder? Genau. Wir waren ja schon fast da. Oh Mann, gib Gas, Opa! So ist recht. Du kannst auch absteigen. Okay. Ich dachte, ich muss irgendwie mit der, vor allem mit der Kutsche. Nö, nee, muss einfach nur rein in den Laden. Ah, okay. Haben sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Everline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Greeny. Yeah. Man kann ruhig etwas respektvoller mit seinen Informanten reden, finde ich. Aber ja, sonst finde ich ihn sehr cool. Vor Evie ankommen haben wir geschafft und deswegen haben wir extra Pfund und extra XP bekommen. Oh, das heißt, hier lohnt es sich sogar, die Erinnerungen richtig abzuschließen. Ja. Coole Sache.
Aber es ist keine Voraussetzung, Lukas. Ich sehe da schon, was du machen willst, aber es ist keine Voraussetzung. Die Karte von London. Jetzt weiß ich, wie das Rook heißt. Rooks sind Saatkrähen. Toll. Drücken Sie Touchpad, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Um den Bezirk? Ja. Um das Bezirk? Den Bezirk. Den Bezirk. Ja, stimmt schon. Hui! Was haben wir denn da? Das sind unsere ersten Missionen. Abeline, nehmen wir an. Sequenz 3. Oh, okay. Wohl angemerkt. Sequenz 3. Vorne ist Level 2. Was ist denn das? Gangquartier. Gangquartier. Wollen wir uns das mal holen? Ja, mach doch. Bam. In den Spitalfields. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Hui. Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Wenn du jemanden triffst, den du nicht... Was? Du hast die Straßenseite gewechselt. Das war witzig. Drücken Sie Options, um das Hauptmenü zu öffnen, und dann R3, um zwischen Evie und Jacob zu wechseln. Oh, okay. Evie bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus. Also Evie und Jacob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Entschuldigung. Fähigkeiten. Ich wollte das schnell hinter mich bringen, weil gerade fand ich den ziemlich lästig. Oh. Du bist lästig. Er hat Wichser gesagt. Das war zu viel. Das war zu viel, das Gute. Oh, das war, glaube ich, die 10er-Kombo. Ja. Na? So, Geld können wir immer brauchen. Ja. So, und ich bin dafür, befummelt, dass wir... Was? Ich muss doch schauen, auf welche Seite Options ist. Das ist die Starttaste. Das ist auf ja, ist gut. Fähigkeiten? Klar. Wir haben aber bloß einen Punkt. Was ist das? Zeit, Zeit bevor sie Kombo-Serie aufgrund Untätigkeit verlieren. Wenn die Idee wert? Ist nicht wichtig. Oh, das kostet die kosten 2. Alle, Tier 2 kosten alle 2. Okay. Überraschung. Oh, was ist das da eigentlich? Das ist gefangen nehmen. Also jetzt zwingen sie das ist eine Missionsbelohnung. Okay, okay. Das ist auch eine Missionsbelohnung. Adlerauge 2. Ihr Adlerauge erlaubt Ihnen, nun durch Wände zu blicken, gegen das Beobachtung zu markieren. Das finde ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben. Nein, nimm es. Was ist das da? Nein. Okay, nehmen wir das, brauchen da. Das brauchen wir als nächstes allerdings. Aber Adlerauge ist wichtiger. Okay. Ich ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen übertrieben, durch Wände durchgucken zu können. Als ob das in vorherigen Assassin's Creed nicht gegangen wäre. Entschuldigung, wir haben doch erst letzten Samstag Unity fertig gemacht, da ging es doch genauso. Echt? Ja. Ja, stimmt. Haben wir hier noch... Ja, nee, doch, wir haben noch 3. So, sie kriegt auch... Adlerauge. Genau, Adlerauge. Sie kriegt direkt noch Plünderer dazu, würde ich sagen. Okay. Das ist das rechts daneben. Ja. Yep. Genau. Und das letzte darfst du dir aussuchen. Level 2. Buja. Was ist das? Ah ja. Das wäre noch sinnvoll. Das wäre auch noch eine Idee. Nee. Beute. Das finde ich bei Kämpfen sehr nützlich. Ich finde Beute Takedown wichtiger als Slicer. Machen wir noch das erste. Tu es. So, jetzt haben wir diese Sorge weg von Beute Takedown. Haben wir jetzt bei beiden Charakteren. Passt. Okay, passt. Dann. Ich mag es halt, die wichtigen Sachen bei beiden Charakteren immer zu haben, zum Anfang. Ja, klar. Und gerade ist doch sehr wichtig. Also vor allem, wenn es darum geht, Ausrüstung zu kaufen, kommt uns das sehr... Ja. Du kannst halt einfach ein Blighters, kannst du einfach in die Kehle und schon hast du wieder Wurfmesser voll. Ganz einfach, ohne großes Aussehen erregen. Die Vorstellung ist irgendwie witzig. Die Vorstellung ist irgendwie interessant. Interessant? Oh, Golden Ale. Ach, Ziegelhäuser. Schön. Ja. Schön, schön, schön. Ja. Na, oh, was machst du denn da? Nichts passiert, das hat sie abgefedert mit ihren langen Beinen. Ja. Ja. Bis zum Das ist meine Erfindung. Nein, das ist nicht. Du sagst es bloß häufig. Stimmt. Ich wollte es eigentlich patentieren lassen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund wollte das Amt mich nicht anhören.
Manchmal sind sie ein bisschen langsam in der Reaktion, ne? Das Eevee? Ja. Das liegt am daran, dass du es noch nicht gewohnt bist. Oder so. Alle Blighters eliminieren. Oh, einer ist schon tot. Sobald er rot ist, kannst du auf ihn drauf springen. Genau. Vielleicht kann ich ja doch nützlich sein. Die Physik ist so toll. Ich finde die auch der Hammer. Die Physik ist so toll. Bang. 3 von 10 getötet. Gehst du echt sehr offen ran. Gehst hier echt sehr offen ran, muss ich sagen. Ups. Respekt. Oh. Also mit dem Wurfmesser würde ich schon sparsamer umgehen, als jedes Mal einen Reflexschuss zu machen. Okay. Die sind halt schon gut beim Schleichen. Wenn du keins hast, ist es schade. Oh. Genau. Oh. Ah. Oh, nein, warum kommt ihr jetzt dazu? Weil du jemanden getötet hast, das ist die Polizei. Ich hab Polizei. Und das Geld? Okay. Ich hab Polizei. So, 2 Blighters müssen noch getötet werden. Mhm. Ich wollte halt bloß keine Polizisten töten. Du solltest aber nicht rausgehen aus dem Gebiet. 1 Blighters noch. Und du siehst auch, wo er ist. Den kannst du dann zum Beispiel mit Wurfmesser töten, allerdings ist er im Haus, glaube ich. Das heißt nicht, dass er von mir geschützt ist. Nee, der ist nicht im Haus. Nice. Schön. Achso, stimmt, ich habe ihn ja automatisch schon. Ich vergaß. Yay, wir haben noch keine Gang, aber... Oh, wir haben ein Loyalitätslevel bei Henry Green, okay. Ja, das gibt's von den Freunden, die man hat. Gefangene Klinkers befreien und beschützen, ja, hat nicht ganz funktioniert. Ja, schade. Sympathisanten und Loyalität, wenden Sie die Sympathisanten in ganz London und helfen Sie ihnen. Wenn Sie Sympathisanten helfen, steigern deren Loyalität den Rooks gegenüber. Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Weil es dich ja nervt, habe ich jetzt extra schnell gemacht. Nee, das war nur in dem Moment, weil wollte ich gerade weitermachen. Und ja. Deshalb war das dann so ein bisschen... Ja. Schön! Wenn du rauszoomst, siehst du, welches Gebiet... Genau, das haben wir jetzt... Liberated. Sehr schön. Deswegen finde ich eigentlich den Titel Liberty besser, aber sie haben sich für Syndicate entschieden. Templerjagd. Ja, Harold Drake. Machen wir vielleicht erstmal hier weiter irgendwas, oder? Du kannst... Ein Straßenkind... Machen, was du willst. Aberlein. Machen wir mal ein Straßenkind. Ist in näher dran. Oh, guck so. Oh, okay. Sie und Ihr Bruder treten gerne den falschen Leuten auf den Schlips. What the hell? Ich wäre vorsichtig. Das sollten Sie auch sein, Mr. Kaylock. Den musst du hinterherrennen. Lass die Typen in Ruhe. Okay, den musst du nicht hinterherrennen. Wenn du es schaffst, ihm hinterher zu rennen. Nee, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Okay. Nicht so schlimm. Das war ein Willkommen von ihm. Das ist der Endboss von diesem Viertel. Okay. Ja. Keine Verluste. Schön. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Also, warte, die kann man rekrutieren? Ja, R1. Einfach R1 drücken. Achso, warte, kommen die jetzt... schon 2 rekrutiert. Kommen die jetzt mit mir mit oder sind die jetzt praktisch... Die kommen mit dir mit. Und wenn du R1 gedrückt hältst, kannst du ihnen Kommandos geben. Okay. Warte, wo ist hier? Hier gibt es doch irgendwo eine Truhe. Ja, da drin. Da ist die Truhe. Ui, und kriegen wir gleich mal mehr. 6 Metall. 46 Metall. Nice. Du kannst sie entlassen. Die laufen jetzt überall hin, hinterher. Wie kann ich sie entlassen? R1 halten, dann kannst du ihnen Befehle geben. Auf nimmer Wiedersehen. Ihr könnt dann gehen. Alright. Schön. Du hast eine Kiste übersehen, Lukas. Yeah, what? Wo? Kisten sind tatsächlich hier wichtig. Ich werde dich auf jede Kiste aufmerksam machen. Rechts. Ja. Ich werde dich auf jede Kiste aufmerksam machen. Sehr gut. Das ist keine Chance. Du wirst alle Kisten holen müssen. Ja! Guter Mann. Leder 42, sehr nice.
deswegen braucht man Plünderer, weil Plünderer einfach gut ist. Sehr gut. Hier. Das müssen wir aber wirklich dann mal das Straßenkind suchen. Und nochmal 42 Metall. Wie wichtig sind die Materialien? Wichtig. Es gibt drei seltene und es gibt drei weniger seltene. Materialien. Und ich weiß nicht mehr, was ist. Hopp. Ich glaube, Chemikalien war selten. Okay, klingt gut. Leder war selten. Also klingt insofern gut, dass wir es jetzt schon haben. Ja. Ja gut, da kann man eine Sache herstellen dann und dann... Na, immerhin. Müssen wir wieder viel suchen. Immerhin, wenigstens können wir das machen. Oh, wen haben wir denn da? Ich suche nach dem Straßenkind. Oh, Jacob und Evie suchen nach der... Entschuldigung. Kein Problem. Wir können ja pausieren und das dann selber lesen. So, das ist, wenn eine andere Tageszeit gebraucht wird. Die schaut cool aus. Ja, und eine lange Ladezeit. Oh,